Heute gebe ich dir 20 psychologische Tipps, die dir extrem weiterhelfen werden, wenn du Frauen ansprechen möchtest. Wenn ich diese Tipps schon früher gekannt hätte, dann wäre mein Weg zu einem erfolgreichen Dating und zu einem erfüllten Liebesleben wahrscheinlich um einige Jahre schneller gewesen. Mein Name ist Fabian Brendel und ich habe in den vergangenen 6 Jahren über 20.000 Frauen angesprochen und bereits etliche Männer zu genau diesem Thema gecoacht. Und deshalb weiß ich ganz genau, welche Tipps eben funktionieren und welche dich eher behindern. Und damit du von heute an die richtigen Sachen machst, nehme ich dieses Video für dich auf. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass einige Männer sich erst gar nicht trauen, eine Frau anzusprechen, einfach weil sie nicht wissen, wie es geht. Und andere trauen sich zwar, aber die bekommen auch keine Nummern oder Dates, einfach weil sie auch nicht wissen, wie es wirklich richtig geht. Und ja, beide hoffen dann in der Regel, dass es irgendwann einfach mal so klappt für sie, ja. Die Wahrheit ist aber, dass Hoffen keine Strategie ist. Und so verschwenden die meisten Männer sehr viel wertvolle Lebenszeit und lassen sich viele, viele Gelegenheiten durch die Lappen gehen und das völlig unnötigerweise. Denn wenn man weiß, worauf es ankommt, ist es eigentlich relativ leicht, eine Frau kennenzulernen. Wenn du also mal wieder ein Date haben möchtest oder eine Freundin finden möchtest, dann musst du einfach gewisse grundlegende Prinzipien verstehen und anwenden können. Das erste, worauf du achten solltest, ist, dass du gut drauf bist. Niemand hat Lust, sich mit jemandem zu unterhalten, der schlechte Laune hat. Wenn du also mal wieder miesepetrig unterwegs bist, vielleicht weil dein Arbeitskollege dich genervt hat oder weil du Überstunden machen musstest oder dein Rücken wehtut, dann mach dir positive Gedanken, denk an was Schönes, ruf dir eine schöne Erinnerung oder was Lustiges ins Gedächtnis. Bring dich in einen positiven Zustand und sprich dann die Frau an. Alleine das kann schon maßgeblich darüber entscheiden, ob die Frau überhaupt Lust hat, sich mit dir zu unterhalten. Als nächstes solltest du darauf achten, dass du lächelst, wenn du eine Frau ansprichst. Ein Lächeln ist ansteckend, ein Lächeln wirkt selbstbewusst. Du zeigst damit, dass es dir gut geht, so wie es ist. Du kommst aus einem Ort der Fülle heraus und du willst nichts von der Person. Das ist einfach unfassbar attraktiv. Dann solltest du auch darauf achten, dass du dich selbstbewusst annäherst. Selbstbewusstsein wird zum größten Teil über deine Körpersprache kommuniziert. Also achte darauf, dass du die richtigen Körpersprachesignale sendest. Ja? Brust raus, Schultern zurück, gerade und aufrecht stehen, ruhige Gesten. Weil das ist etwas, was Frauen besonders anziehend finden. Zu deiner Körpersprache gehört natürlich auch dein Blickkontakt. Achte darauf, dass du den Menschen wirklich selbstsicher und ruhig in die Augen blickst. Damit kommunizierst du nochmal zusätzlich Selbstbewusstsein und es fühlt sich einfach gut und respektvoll an, wenn Leute uns in die Augen sehen, wenn wir mit ihnen reden. Eine ganz wichtige, aber häufig unterschätzte Rolle spielt auch deine Stimme. Ja? Achte darauf, dass du klar, laut und deutlich sprichst, wenn du eine Frau ansprichst. Eine zittrige Stimme oder eine schwache Stimme wird sofort als mangelndes Selbstbewusstsein und somit als super unattraktiv identifiziert. Du solltest generell eine positive Energie ausstrahlen. Ja, kein Mensch hat Bock, mit einem muffeligen Energievampir seine Zeit zu verbringen, besonders nicht, wenn das ein Fremder ist, den man gerade erst kennengelernt hat. Damit du immer eine positive Energie hast, achte darauf, dass du dich gesund ernährst, dass du viel Sport machst. Fokussiere dich auf deine Stärken, fokussiere dich auf das, was alles gut in deinem Leben läuft. Stelle negatives Denken ab und so wirst du im Laufe der Zeit immer mehr positive Energie ausstrahlen. Und diese positive Energie, die wirkt absolut magnetisch auf deine Mitmenschen. Und wenn du in dieser positiven Energie bist, dann fällt es dir auch immer leichter, über positive Themen zu reden. Schwere, komplizierte Themen wie Politik, Religion, Corona haben in einem Flirt nichts zu suchen. Alles, was irgendwie Konfliktpotenzial in sich birgt, kannst du von vornherein vermeiden und damit sorgst du schon im Vorfeld quasi präventiv für eine positive, angenehme Gesprächsatmosphäre. Wenn Mann und Frau sich kennenlernen, dann geht es immer um den Austausch von Emotionen und nicht um den Austausch von Informationen. Themen wie Beruf, Alter, Studium kannst du im Prinzip komplett außen vor lassen. Ja? Es geht darum, wirklich eine Verbindung von Mensch zu Mensch zu schaffen. Und da haben bloße Zahlen, Daten und Fakten wenig Platz. Da, wo der Austausch von Informationen beginnt, ja, von reinen Informationen, da endet in der Regel die Verführung.
Achte auch darauf, dass du keine plumpen Interviewfragen stellst. Das fühlt sich in der Regel nicht so gut an für die Frau. Viel besser ist es, wenn ihr euch auf spielerische Art und Weise den Ball einfach immer wieder hin und her spielt. Zu dem Thema, wie man Gespräche mit Frauen führt, habe ich übrigens vor kurzem schon mal ein Video veröffentlicht. Das findest du, wenn du auf diesen Link hier oben klickst. Achte auch darauf, dass du ruhig bist. Vermeide hektische Gesten und wildes Rumgezappel. Das wird sehr schnell als unattraktiv interpretiert. Gewöhn dir lieber an, ruhige, langsame und kontrollierte Gesten zu machen. Das wirkt eben sehr souverän und sehr selbstbewusst, so als würdest du in dir ruhen und hättest alle Zeit der Welt. Achte nur darauf, dass du dabei nicht wie eine Schlaftablette rüberkommst, weil da hat natürlich überhaupt gar keine Frau Lust drauf. Ein Fehler, den ich immer wieder bei fast allen Männern beobachte und der ihre Chancen auf einen positiven Flirt komplett zerstört, ist, dass sie die ganze Sache viel zu ernst nehmen. Also nimm es locker. Ein Flirt ist etwas Positives, das ist ein Spaß, das ist ein Spiel, das findet in der Freizeit statt. Und sobald du da irgendwas Ernsthaftes, Steifes mit reinbringst, wirkt es verkrampft, aufgesetzt, du bist nicht wirklich du selber und du wirst damit keinen Erfolg haben. Also mach dich locker, sieh das Ganze wie ein Spiel. Tipp Nummer 11 wird auch oft nicht beachtet, obwohl er so extrem wichtig ist, ja? Bring die Frau zum Lachen. Schon das amerikanische Sexsymbol Marilyn Monroe hat gesagt, if you can make a woman laugh, you can make her do anything. Und es gibt kaum ein Zitat, was das besser beschreibt. Lachen ist so oft der Schlüssel zu einer guten Kommunikation. Wenn zwei Menschen zusammen lachen können, dann mögen sie sich mehr, sie verstehen sich und es entsteht sofort eine Verbindung. Also trau dich, ja? Wenn dir was Freches oder was Lustiges einfällt, dann hau es einfach raus. Und die Faustregel ist, wenn du es lustig findest und deine Freunde es lustig finden, dann wird die Frau es in der Regel auch lustig finden. Und wenn sie es nicht lustig findet, ja, dann ist sie wahrscheinlich ganz ehrlich auch nicht die richtige Frau für dich. Oder willst du mit einer Frau zusammen sein, die nicht über deine Witze lacht? Trau dich auch ein bisschen frech zu sein und necke die Frau auf spielerische Art und Weise, ja. Achte dabei darauf, dass du keine Grenze überschreitest und irgendwie verletzend wirst. Aber so ein bisschen Neckerei, das ist schon verdammt sexy und das gehört auch zwingend zu einem Flirt dazu. Wenn du als Mann eine Frau ansprichst, dann kannst und solltest du sogar etwas Sexuelles mit in das Gespräch hineinbringen. Achtung, hier nicht übertreiben, ja, das kann ganz subtil sein durch deinen Blickkontakt, durch deine Körpersprache oder deine Stimme oder auch durch kleine freche Randbemerkungen, die du da machst. Auf jeden Fall möchtest du ganz deutlich machen, dass du ein Mann bist und dass du mehr von ihr willst als nur Freundschaft. Achtung, hier macht wirklich die Dosis das Gift. Wenn du zu viel Sexuelles bringst, dann wirkt das sehr schnell notgeil und somit tödlich für den Flirt. Wenn du aber zu wenig machst, dann landest du ganz schnell in der Friendzone. Tipp Nummer 14 lautet, geh in die Führung und übernimm Verantwortung für den Verlauf des Gespräches. Verlass dich nicht darauf, dass eine Frau sich von Anfang an sofort aktiv an dem Gespräch beteiligt. Denk dran, du hast sie wahrscheinlich gerade aus ihren Gedanken herausgerissen. Und es ist völlig normal, dass Gespräche mit fremden Menschen erstmal stockend beginnen. Lass dich also bitte nicht entmutigen. Du kannst dir ja im Vorfeld schon mal ein paar Fragen überlegen, die erfahrungsgemäß ein Gespräch mit einer fremden Frau in Gang bringen. Denk dran, die Situationen wiederholen sich ja eigentlich immer. Wenn du eine Frau angesprochen hast, die dir gefällt, dann erzähle ihr auch etwas von dir. Weil wenn eine Frau gar nichts über dich weiß, dann verringert das die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich wiedersehen will, drastisch. Achte am besten darauf, dass du dich selber so gut wie möglich darstellst. Pass aber auf, dass du hierbei nicht angeberisch wirkst. Denn es gibt nichts, was weniger sexy und weniger attraktiv ist, als ein Typ, der versucht, anzugeben und die Frau von sich zu beeindrucken. In diesem Zusammenhang kannst du dich auch mal selber spielerisch etwas runtermachen. Weil Männer, die nicht wirklich selbstbewusst sind, die versuchen sich immer cool darzustellen und das geht in der Regel nach hinten los. Und Männer, die wirklich selbstbewusst sind, die haben auch kein Problem damit, mal ein bisschen Humor in Bezug auf die eigene Person zu zeigen. Eine Sache, die so viele Männer unglaublicherweise vergessen, ist, den nächsten Schritt zu machen und die Frau nach der Nummer zu fragen.
Ich erlebe es immer wieder bei meinen Coaching-Teilnehmern, dass sie sich 20 Minuten lang mit einer Frau unterhalten, dass sie zusammen lachen, sich necken und wirklich eine gute Zeit haben. Und dann gehen die Männer aus dem Gespräch, ohne sich die Nummer zu holen. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Also, hol dir die Nummer. Wenn du mit der Frau Nummern getauscht hast, dann bleibe noch etwas in der Situation, unterhalte dich weiter mit ihr. Sonst kann es schnell so wirken, als wolltest du nur die Nummer haben und jetzt bist du so nervös und willst dich ganz schnell verpieseln. Denk dran, ein guter Verführer hat immer alle Zeit der Welt. Er hat die Ruhe weg, er ist tiefenentspannt, er ist relaxed. Oder hast du vielleicht schon mal erlebt, dass James Bond sich irgendwie eine Nummer holt von einer Frau und sich dann ganz nervös, auf die Socken macht? Idealerweise findest du schon im Kennenlerngespräch heraus, wann die Frau Zeit hat für ein Date. Denn wenn du das weißt, dann kannst du direkt auf den Punkt kommen, wenn du mit ihr schreibst und ihr einen Date-Vorschlag machen, von dem du schon weißt, dass sie da auf jeden Fall Zeit hat. Der letzte Punkt wird häufig unterschätzt, von vielen missachtet und ist den allermeisten Männern überhaupt gar nicht bekannt, ja? Und zwar, wenn du dich von der Frau verabschiedest, dann achte darauf, dass das wirklich auf einer positiven Note ist. Verlasse das Gespräch, wenn wirklich gerade super gute Stimmung ist, und achte auch darauf, dass du dich wieder, dass du die Körpersprache hast, dass du den Blickkontakt hast, dass du selbstsicher mit der Stimme bist, weil du musst für dich wissen, was Leuten in Erinnerung bleibt von einem Gespräch oder einer Situation. Das ist ganz besonders immer der Anfang, ja, die ersten ein, zwei Sekunden und das Ende, die letzten ein, zwei Sekunden. Also achte darauf, dass der Abschied wirklich cool verläuft. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen dieser 20 Tipps. Und wenn du darüber hinaus noch Hilfe haben möchtest, dann klick einfach mal auf den Link zur kostenlosen Beratung in der Videobeschreibung. Ich habe, wie gesagt, in den letzten Jahren schon Dutzenden von Männern dabei geholfen, ein erfülltes Dating und ein glückliches Liebesleben zu führen. Und wenn du dich zu diesem Thema erstmal noch weiter informieren willst, dann lade ich dich auch ganz herzlich ein, dass du dich einfach mal auf meinem Kanal ein bisschen umguckst. Da kannst du dich mal durch die ganzen Videos klicken und auch schon verdammt viel lernen. Ansonsten würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Und falls dir das Video nicht gefallen hat, dann kannst du mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, dein Fabian.